Hallo und herzlich willkommen hier zum Orakel für deine Entscheidung. Und zwar, das kann hier beruflicher Natur sein, emotionaler Natur, was auch immer es ist bei dir. Es ist ein ganz allgemeines Orakel, das kann auf ganz viele zutreffen, muss es aber auch nicht immer, weil es allgemein ist. Ganz oft, treffen diese Orakel aber wirklich ins Schwarze und deswegen fasziniert mich die Geschichte auch immer, immer wieder. Also, du kannst hier einfach mal überlegen, was es für dich einfach ist. Es kann ja sein, dass du eine Entscheidung jetzt auch gerade treffen musst im Moment, vielleicht für einen Partner, gegen einen Partner oder für einen Job oder du möchtest gerne etwas verändern in einer bestehenden Struktur. Das kann im Job sein, das kann emotional sein, das kann in der Familie sein, ja. Vielleicht möchtest du Dinge umkrempeln und du wartest auf ein Okay von jemandem oder du musst einen Vorschlag machen. Sowas kann es auch sein, ja. Dass du etwas verändern möchtest und dich fragst, wie geht das Ganze aus, wenn ich das verändere, ja. Und ich mische live. Ich lege dich jetzt mal hier ins Off sozusagen. Du hörst jetzt hier die Karten, wenn ich die mische. Und als erstes möchte ich ganz gerne wissen, ich hätte gerne mal drei Karten so für dich, also für deine Persönlichkeit, also weit gefasst, ja. Wo du gerade stehst, ganz einfach, und wie du dich einbringst in die Sache und so. Und du kannst mal an dein Thema denken, was es ist, wo du die Veränderung haben möchtest. Es kann etwas sein, was du komplett hinter dir lassen möchtest, aber es kann auch etwas sein, wo du drin bleiben willst, in einer Struktur, in einem Konstrukt oder so. Wie ich schon gesagt habe, ja, Institution, Familie oder Situation im Allgemeinen. Und es kann einfach sein, dass du das Boot auch vielleicht ganz verlassen möchtest. Aber egal, zunächst möchte ich ganz gerne einfach mal drei Karten für dich sozusagen mal ziehen, okay? Die erste Karte, ja, das kann sein, dass du keine Lust mehr hast, auf irgendwelche Sachen zu warten, okay? Es kann auch sein, dass du vielleicht lange Zeit in deinem Leben vielleicht Dinge mitgemacht hast, die ja vielleicht gar nicht so sehr den echten Chancen entsprochen haben. Also vielleicht war viel mehr der Schatz vor deiner Haustür sozusagen, als eigentlich dein Verhalten in puncto Warten, in puncto sich anpassen vielleicht an Situationen oder so. Ich habe das Gefühl, da hast du keine Lust mehr drauf. Du möchtest einfach nicht mehr auf den Sankt-Nimmerleins-Tag warten. Egal, was es für dich ist, ja, ob das ein Warten auf einen Partner ist oder ein Warten, bis sich Dinge so verändern. Du hast hier quasi so ein bisschen im Hinterkopf vielleicht wirklich tatsächlich zu gehen aus einer Situation. Es ist gerade nicht so, dass du wirklich eine Situation verlässt oder dich davonschleichst. Das ist auch so ein bisschen die Karte vom sich davonschleichen. Es ist vielmehr so, was du hast, mehr diese Möglichkeit eigentlich gerade im Kopf, aber vollziehst es nicht. Also das heißt, du kommst schon auch wieder nach dem Zigarettenkauf sozusagen, ja, und schleichst dich nämlich nicht davon, okay? Das ist jetzt weder negativ noch positiv, es ist halt gerade einfach so die Karte, die mir liegt. Es ist ein allgemeines Orakel, das kann manchmal für manche hat das keine besonders negative Bedeutung, je nach Situation halt einfach, ja. Aber du hast einfach keinen Bock mehr, irgendwie so dich vielleicht anzupassen an irgendwas oder dir fehlt so ein bisschen dir reißt so ein bisschen der Geduldsfaden, ja? Natürlich, was auch immer das auch ist. Und das ist aber eine karmische Situation hier. Für manche ist es eine karmische Situation, die so schon mal da gewesen ist, ja? Für viele wird es wirklich eine Situation sein, die einfach schon mal da gewesen ist, ja? Und es ist auf jeden Fall dein Schicksal, dieses jetzt zu meistern. Also, was auch immer das bedeutet, Beruf oder Familie oder so, du weißt es selbst, ja? Es ist wirklich jetzt an der Zeit, auch wirklich dein Schicksal anzunehmen, was dein Schicksal auch ist. Ja? Ist eine allgemeine Bedeutung, eine allgemeine, sorry, ein allgemeines Orakel, wie ich ja schon gesagt habe. Und in der persönlichen Legung sehen wir auf jeden Fall mehr. Du kannst eine persönliche Legung auch bei mir buchen, natürlich. Die Info ist in der Infobox. Da gibt es so ein Infovideo zum Beispiel dazu, wie du das buchen kannst. Ansonsten adde mich doch bitte auf Facebook. Und auf Facebook können wir super miteinander quatschen auch. Und über Facebook kann man sehr gut eine Beratung buchen. Total unkompliziert innerhalb von 48 Stunden. Geht es dann auch gleich los. Oder per WhatsApp. Meine WhatsApp-Nummer, die hast du auch unten in der Beschreibung. Okay. Gut, dann gucken wir mal rein hier. Wenn du jetzt denk mal bitte an dein Vorhaben, was du genau machen möchtest, ja? Ob du nun von irgendwo weggehen willst oder ob du einen Vorschlag
unterbreiten möchtest und Strukturen verändern willst, wie auch immer das halt für dich jetzt ist, was du jetzt wirklich verändern möchtest, ja. Und dann gucken wir mal rein, was sich da tut. Ich mische. Cool, hier sind schon mal Karten rausgefallen und zwar auch nicht die schlechtesten. Es sind rausgefallen hier die 8 der Stäbe. Das kann sein, dass du schon dann auch wirklich aus den Puschen kommst sozusagen und auch schnell handelst auch. Oder die Leute auch wirklich hoch erfreut sein können über deinen Vorschlag hier und den total gerne annehmen werden. Ja, von der Energie liegt mir hier die Familienkarte, 10 der Kelche und auf jeden Fall Expansion oder auch wirklich der Wille auch nach vorne zu gehen und auch zu brennen für eine Sache. Das ist ja jetzt auch eine Zeitkarte und die zeigt mir Schnelligkeit an. Falls du nach einem Thema gefragt hast, die ja welches irgendwie ein Tempo erfordert oder wo du gerne ein Ergebnis haben möchtest, was vielleicht ein bisschen schneller geht. Okay, dann gucken wir doch mal, was jetzt hier so läuft. Ja, also es sieht ganz danach aus und das kann ich jetzt schon nach den ersten 4 Karten sagen. Sorry für das Licht hier. Dass das auf keinen Fall so wirklich Früchte tragen wird, was du da machen möchtest. Also es würde auf eine Beendigung der Gesamtsituation hinzeigen. Okay? Es kann gut sein, dass du vielleicht innerhalb von einem bestehenden Konstrukt so nicht weitermachen kannst, wie du vielleicht jetzt deine Fragestellung war unter Umständen und dass sich das ganze Ding verändert, ja? Aber trotz allem, die Leute sind hier sehr, sehr wohlgesonnen. Also die Leute, die sind dir auf jeden Fall hier sehr wohlgesonnen, okay? Und aber ich glaube, das wird es jetzt auch nicht wirklich realisierbar sein, was ich hier sehe. Die nächste Frage ist halt, ist das denn eigentlich so sinnvoll, dass sich das, was du in deinem Kopf hast, auch realisieren lässt? Weil manchmal haben wir ja auch so Ideen, dass irgendwas besser wäre, wenn wir etwas verändern, aber vielleicht ist dem gar nicht so. Also hier sagen mir die Karten eigentlich, dass da eigentlich noch abzuwarten ist. Ja, das ist irgendwie noch alles steht so ein bisschen Kopf, wie du siehst. Die ganzen Karten sind mir hier auch auf den Kopf gefallen. Es ist irgendwie im Moment nicht möglich, klar zu denken, sagt mir diese Karte. Kommt mir jetzt so rein. Es ist jetzt nicht so, dass du Däumchen drehst und gar nichts machst. Und es ist auch gut so. Es ist halt einfach so, ich glaube, man muss einfach noch ein paar Informationen jetzt erstmal sammeln. Und es ist jetzt auch gerade nicht die Zeit, um was zu verändern übrigens. Also wir haben ab dem 22. Dezember haben wir rückläufigen Merkur. Für die ganz, ganz großen Entscheidungen im Leben ist es besser wirklich so bis, ja, bis zum 15., also ich habe jetzt gerade nicht genau im Kopf, wann Merkur wieder vorwärts läuft sozusagen. Also er läuft dann rückläufig ab dem 22. Dezember. Und wirklich für so große Entscheidungen, wenn man kann, ja, wenn man kann. Wenn man natürlich eine Entscheidung trifft und der Merkur ist rückläufig, dann hat es auch seinen Sinn. Dann sind es einfach Strukturen, die sich auch so wieder verändern können. Aber es macht ja dann trotzdem auch Sinn, dann auch was Neues anzufangen, wenn Merkur rückläufig ist, ja. Aber wenn man halt wirklich was Stabiles will und einfach auch sicher sein will, dass das, wie man das geplant hat, auch wirklich so zustande kommt, dann ist es anzuraten, die ganz große Entscheidung eigentlich später zu treffen. Mir kommt so rein, so ab dem 15. Januar ungefähr, würde der Merkur wieder sicher nach vorn laufen, okay? Oder sicher wieder normal laufen. Also der Merkur, der sieht am Himmel so aus, als würde er nach hinten laufen oder rückläufig laufen. Das tut er nicht wirklich, aber so wird es halt genannt, okay? Also ab da sind dann wieder Entscheidungen auf jeden Fall besser zu treffen. Ich denke, es geht jetzt einfach mal darum, ein paar mehr Infos zu sammeln und so weiter. Wie wäre es denn, wenn du in diesem Ding eigentlich bleibst und eigentlich nichts veränderst? Wie ist denn das eigentlich dann für dich? Aber da hätte ich ganz gern irgendwie noch ein paar mehr Karten. Ja, also kohlemäßig hier, vielleicht ist es ja, also wenn es eine Geschäftsfrage ist, die du hier hast, dann sagen mir diese beiden Karten, so kohlemäßig wirst du irgendwie so ganz gut dein Auskommen haben.
Aber da geht eigentlich noch mehr. Und da ist so ein König der Münzen, der verdient an dir vielleicht ein bisschen zu viel. Ja, ich weiß auch nicht. Das kommt mir hier so rein, dass andere vielleicht an dir mehr verdienen, als es eigentlich wert ist da. Da muss man sich dann mal entscheiden, ob das dann vielleicht die Sache immer noch wert ist. Wenn es eine Liebesfrage ist, meine Lieben, dann kommst du hier aus der Stagnation raus. Sorry, aus der Stagnation kommst du dann aber raus, wenn du in diesem Konstrukt erstmal so bleibst und kannst dann aber eine neue Entscheidung treffen. Und hier rate ich das dann auch eher nach dem Januar zu machen, ja? Es kann gut sein, dass jetzt irgendwie der Mensch, den du jetzt hier hast, vielleicht sogar ein bisschen geizig ist oder einfach geizt mit Gefühlen irgendwie oder mit Geld auch geizt oder irgendwie so, ja? Kann sein, dass du da vielleicht in so einer Partnerschaft bist, nicht für alle, für manche jetzt hier. Aber auf jeden Fall steht hier ein bisschen was Kopf und läuft nicht so richtig rund, wie es eigentlich sein sollte. So, ja, irgendwie wird dadurch aber diese Stagnation, die wird immer mehr so in dir aufbrechen hier und du wirst dann aber auch wirklich einen Abflug machen können, sozusagen, oder eine Entscheidung treffen können. Eine Entscheidung treffen können, wobei, weißt du was, mir liegt hier auch irgendwie so, dass hier auch der Glaube an sich und an die Welt und da einfach der Glaube an sich und seine Vision hier auf dem Kopf steht, blockiert ist. Ja, das sollte aufgelöst werden. Wenn du das auflöst, dann wird's besser. Wenn du das nicht auflöst, dann ist immer so ein bisschen diese Situation, dass man gerne nach vorn will, gerne was verändern will, aber es einfach nicht tut. Du bist ständig auf dem Sprung, aber du gehst nicht. Und diese Situation hat aber was mit dem Inneren zu tun. Ich krieg hier rein, dass das Wurzel, nicht das Wurzelchakra, sorry, das Kronenchakra vielleicht blockiert sein könnte. Ja. Also, ob in Liebe oder im Beruf jetzt hier, sieht hier ganz danach aus, als es ist so durchwachsen irgendwie. Es ist durchwachsen, ja. Wie wär's denn, wenn du dich auf eine ganz neue Alternative konzentrierst? Ja, da gucken wir mal rein. Wie wär's denn, wenn du dich echt auf eine neue Alternative konzentrierst? Und da mische ich jetzt einfach mal neu. Ich habe irgendwie Lust, neu zu mischen. Also du merkst, dieses Orakel ist halt, einmal kann man das deuten als Liebesorakel, einmal als irgendein anderes Orakel, was auch immer einfach dein Thema ist. Du kannst einfach mit deinem Thema besetzen, ja? Finde ich eigentlich noch ganz cool. Vielleicht hast du ja noch irgendeinen Plan B oder C im Kopf und denk mal bitte jetzt an deinen Plan, an deinen alternativen Plan, den du da im Kopf hast. Und dann gehen wir nochmal zwei Möglichkeiten durch, ja? Vielleicht hast du ja zwei Möglichkeiten. Wenn du nur eine hast, dann nimm einfach die, die du gerade hast. Möglichkeit A kommt jetzt mal. Dann mische ich nochmal für Möglichkeit B. Falls du eine Möglichkeit B hast, bitte an Möglichkeit B mal denken. Und dann schaue ich gleich nochmal rein. Sind sie schon. Ja. So, was mir halt bei Möglichkeit A kommt, einmal ist das ein ganz weites Feld voller Möglichkeiten, was sich dir erschließen wird. Ja, ob du nun an eine Trennung denkst, ob du nun an einen Orts- oder Jobwechsel denkst, obliegt ja dir. Also hier liegt mir ein weites Feld voller Möglichkeiten und diese Möglichkeiten, die müssen wie so ein Schatz gehoben werden. Aber da musst du dir selber ran und selber hingehen und dir das selber organisieren und selber initiativ werden, um wirklich diese Möglichkeiten. Du musst also quasi selber hingehen und sagen, ich drehe meine Karten um. Verstehst du das? Weil die sind ja hier alle auf dem Kopf. Also selbst aktiv werden, noch sind die Karten, also das Potenzial ist riesengroß, aber es wird einem dann nichts geschenkt, was auch immer das jetzt bedeutet für dich, sondern du musst selbst aktiv werden. Wenn du selbst aktiv wirst, dann hast du die geilsten Chancen, dann hast du den Sieg da, die Sonne, die Welt. Welt ist eine totale Erfolgskarte, ja, vielleicht geht es auch um irgendeinen Auszug oder so. Auf jeden Fall beruflich muss man da auch selbst ran, ganz klar. Ja, es ist jetzt nicht so, dass du da hingehst und alle Türen dir sofort offen stehen. Das sehe ich überhaupt nicht. Dann bei Alternative B, falls du eine jetzt noch hast.
Die Alternative B ist eigentlich cool und die Alternative B ist auch eigentlich dir so ein bisschen wie vorbestimmt. Das wäre für dich eine gute Möglichkeit, auch dein Schicksal hier zu erfüllen. Und wäre so insgesamt eigentlich ganz cool, weil du würdest halt hier auf jeden Fall auch ja, Sympathien haben mit anderen auch, Gruppendynamik, ob das jetzt eine Firma ist oder irgendwie Liebe oder so, ja. Also so die große Liebe liegt mir hier gerade noch nicht so. Mir liegt es halt eher so, dass, glaube ich, auch erstmal etwas anderes drankommen könnte für dich. Vielleicht geht es auch darum, dich selbst erstmal zu, also dein Schicksal selbst zu erfüllen oder in deine eigene Kraft noch mehr zu kommen. Ja, noch mehr so das zu erfüllen von dem, was du dir vorstellst, vom Leben, was du gern machen möchtest. Weil diese Königin, die sollte so liegen. Und die liegt mir aber so. Ja, vielleicht ist dann noch so eine gebremste Kraft, die du erstmal noch leben musst oder solltest oder willst, wahrscheinlich auch willst. Und da geht dann erstmal die Zeit wahrscheinlich oder die Energie vielleicht irgendwie drauf. Also was heißt drauf? Wird dann konzentriert halt auf dieses Ziel, was auch immer das für dich ist. Aber trotzdem sind hier auch interessante Männer, König der Münzen, ja. Und trotzdem auch Möglichkeiten, zum Beispiel Leute kennenzulernen, ob du nun Männlein oder Weiblein bist jetzt hier. Ja? Also wenn du ein Mann bist, dann bist du auf jeden Fall entweder in so einer Machtposition oder du kannst so Macht ausstrahlen und bist da sehr, sehr, sehr attraktiv auch auf die Frauenwelt, okay? Also da gibt es auch schon Chancen. Geldmäßig sieht es hier auf jeden Fall ganz gut aus. Muss man halt aufpassen, dass man irgendwie schon ein bisschen gut mit Geld haushaltet, aber der König der Münzen, der hat es drauf. Und da habe ich auch explizit auch nach Beruf und Geld hier gefragt. Okay? Ja. Und hier in die Kraft kommen, die ist mir ja auch zu sehr umgedreht, die Kraft. Vielleicht bist du in deinem Leben ein bisschen zu passiv und solltest da irgendwie ein bisschen mehr noch in dein Selbstbewusstsein, in deine Kraft gehen, in deine Leidenschaft gehen, wirklich radikal das verwirklichen, was du willst. Und dann stehen dir nämlich alle Türen offen. Und zwar, ja gut, das ist jetzt Alternative A, aber. Also Alternative A sieht mir hier besser aus. Da würde ich lieber Alternative A zum Beispiel wählen an deiner Stelle. Also ist ein allgemeines Orakel, verstehst du? Natürlich, diese Karten, das ist super, was wir hier immer sehen, ja, in den Karten, das ist logisch, aber am Ende finde ich es immer noch am besten, natürlich, logischerweise sollten wir auf alle Fakten so ganz normal auch sammeln. Und dann, wenn wir die Karten befragen und die Karten dann auch noch bestätigen, nochmal zusätzlich, dann finde ich es wirklich grünes Licht, um was zu ändern, auch im Leben, ja? Also das ist so meine Meinung. Ja gut, Leute, das war jetzt einmal hier. Ich will euch noch so eine Erfolgsessenzkarte ziehen. Vom hier, von so einem Kartendeck. Da muss ich nochmal kurz mischen. Was sollst denn du machen? Zielrichtung. Finden Sie die optimale Zielgruppe. Ja, vielleicht ist das ja auch ein Gruppenthema. Vielleicht bist du auch im, sag mal, im falschen Konstrukt oder sowas. Guck mal, das sind jetzt die Karten hier, um es mal so ein bisschen vorzustellen. Was auch immer hier die richtige Zielgruppe ist, die du finden sollst, das wirst du, glaube ich, jetzt selber genau wissen. Was ist eine Zielgruppe? Das kann auch wieder geschäftlich sein oder privat, okay? Und ich hätte gerne noch Klärungskarten zur Alternative A. Ja. Es kann auch sein, dass bei Alternative A wirklich das noch länger dauert, bis man diesen Schatz hebt, okay? Also auf jeden Fall sind hier wirklich gute, nette Leute und sowas am Start. Die Frage ist halt nur, ob es jetzt schon das ist, was du wirklich, wirklich willst bei Alternative A. Aber die Möglichkeiten sind voll gegeben bei Alternative A, wenn du hingehst und initiierst, ja? Okay, Leute, das war das kleine Orakelchen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr privat was haben wollt, eine Buchung oder sowas, dann kommt auf meine Seite. Oder ja, kommt zum Quatschen hier auf Facebook. Das finde ich auch immer sehr nett, wenn wir uns dort sehen. Und ich wünsche euch wirklich alles erdenklich Liebe und Gute und hoffe, dass ja, ihr
noch eine tolle Zeit habt und bis zum nächsten Mal oder bis zum, bald ist jetzt auch schon wieder das Dezember-Orakel dran und ich mache auf meinem Kanal auch immer so viel Kunst und Musik und so und auch sehr, sehr viele Orakel. Also wenn du möchtest und dich ein bisschen ja, unterhalten möchtest, dann komm zu mir auf den Kanal. Danke fürs Abo und auch fürs Like. Bis dann, ciao.